Die Kokosnuss. Auf der Suche nach der perfekten Kokosnuss gilt es schon im Einkauf einiges zu beachten. So sollte man schauen, dass die drei Gespensterlöcher nicht schimmeln. Außerdem schüttelt man die Kokosnuss, so sollte das Kokoswasser hörbar sein. Hat man die Kokosnuss dann mal gekauft, sich für die perfekte Nuss entschieden, so gilt es beim Öffnen auch einiges zu beachten. Und zwar ein Tipp von mir, man nimmt einen spitzen Gegenstand und schlägt in eines der Gespensterlöcher hinein, gießt das Kokoswasser ab und schlägt dann mit einem Hammer unterhalb der Kokosnusslöcher, der Geisterlöcher, zu. So sollte sich die Nuss ohne Probleme öffnen lassen. Die Kokosnuss ist sehr gesund. Sie besitzt zahlreiche Spurenelemente und Vitamine, Magnesium, Folsäure, Kalium und ist sehr verdauungsfördernd. Kokosöl wirkt antibakteriell und pilzhemmend, Kokosmilch entwässernd. Sie ist eine Wunderwaffe. Man sollte sie vielleicht nicht jeden Tag essen, denn sie besitzt hochgesättigte Fettsäuren, die können den Cholesterinspiegel ein bisschen anheben.